Du gestartet. Aber ich rede noch nicht von Anfang an. Ja, hallo. Ich bin der Naruto CAD Element. Ich bin jetzt endlich in der Pubertät gewesen. Jetzt habe ich eine ganz weibliche Stimme. Nein, Spaß. Hallo. Hi Leute, was geht? Ich bin Naruto Element. Und jetzt hier ist ein Spezialgast. Und der hat was vergessen gerade. Ja, ich habe vergessen. Ich wollte eigentlich sagen, hi Leute, was geht? Weil das ist ja schon Standard. Das wollte ich eigentlich sagen. Standard-Intro. Ja. Ja, wer bist du eigentlich? Das ist jetzt die Frage. Ich bin der Chris Crush. Hallo Chris Crush. Hallo. Er hat einen YouTube-Kanal. Ja, wird dann nächstes Jahr eröffnet. Eröffnungsfeier oder sowas kommt da. Natürlich mit dem guten Naruto Element gleich eine Eröffnungsparty machen. Echt cool. Aber ohne Alkohol, okay? Wir müssen normal bleiben, das ist schade. So, wir spielen da Zombie-Modus auf Nuketown. Nuketown. Ja. Und jetzt suche ich wieder in Justin Bieber seinen Sohn. Richtig weit kommen. Ja, in Runde 3. Wahnsinn. 30 sogar. Ohne der Null halt. Und es kommen keine Zombies. Da. Ja, und wir reden mal über Chris Crush. Chris Crush, der Opfer, du kleiner Mongo. Ja, was machst du für Videos? Ja, Vlogs und Spielemythen und generell Sachen über Spiele. Also jetzt okay. Flop Games, was schlecht ist. Jetzt wird wahrscheinlich jeder sagen, hey, es gibt 100.000 YouTuber, die machen das. Ich weiß. Jetzt gibt es 100.001. Ganz genau. Applaus für die tolle Zahl. Ich meine, schau. Ich glaube, das tut jetzt im Mikrofon weh wahrscheinlich. Ja. Ich meine, schau, es gibt auch 7 Milliarden Menschen und keiner regt sich auf, dass jeder das Gleiche macht. Ich weiß nicht, macht nicht jeder das Gleiche, aber. Kennst du irgendeinen, der nicht atmet? Stimmt. Schaut, er ist gerade in die Zeitlupe. Das ist jetzt sein Spezialbild, wie er gerade erschossen worden ist und fliegt ihn so. Warte, wo bist du? Da müssen wir jetzt treffen. Schon. Ah, da, warte. Du stehst drauf. Lol. Ja, so. Wie so ein Klo, wo es den Arsch automatisch ausputzt, nur dass er irgendwie. Was hat das mit dem Klo? Nein, es gibt ja solche Klos, die den Arsch automatisch ausputzen und der macht das halt auch. Lol. Ja. Er gehört mir. Und bei welchen Konsolen spielst du so? Ich. Also ich hab. Oh. Also ich hab. Also ich hab. Alle Nintendos von Anfang, dann alle Playstations, die 360er Xbox und diverse Handheld-Konsolen. Ja, oh. Ja, jede Nintendo, jede Playstation, Xbox, also ich sag, ja, und halt ziemlich alle Handhelds, bis auf diesen schwulen Game Boy Micro, der ist echt scheiße. Warum ist der scheiße? Das ist jetzt die Frage. Weil der kleine ist als meine Handfläche. So. Kannst du nicht mal in den Hintern reinschieben, ohne dass du es merkst. Schlechtes Beispiel, okay? Hast du selber versucht, oder wie? Nein, aber... Ich weiß, sonst könntest du das nicht sagen, ob es funktioniert. Ja, nein. Ist wahrscheinlich heute in der Früh aufgefallen. Ja, dass ich ihn noch drinstecken habe. Oh, du hast eine Granate geworfen. Fuck, wieso werfe ich es nicht zurück? Ich bin echt schwul. Scheiße. Ach so, da hat er sich geoutet. Oh ja, volles Outing. Fail, ich habe die falsche Seite aufgemacht. Ich mache die andere Seite. Wo habe ich Granaten, Mann? Rechts oben. RB. Ja, ich spiele genug Xbox, dass ich es weiß. Ich bin jetzt nicht so ein Nintendo-Fanboy. Ah, da stehst du, gell? Okay. Tschüss, auch Justin. Wolf. Okay. Ich habe keine Munition mehr. Jetzt wird der echte Name auch noch preisgegeben, Christopher. Stimmt's? Ja, mach nichts. Alter, du bist echt ein Arschloch. Ich hab dich getroffen. Ja, ich wollte es zurückwerfen. Fuck, wo bist du, Mann? Warte, davor schauen wir mal. Ich kann da nicht viel helfen, ich habe keine Munition. Okay, dann mache ich das jetzt allein. Kopf schon die Tür auf, komm her auf die Seite. Gleich, warte, ich muss dir noch geschwind. Werden die eigentlich mit CD kenne ich mich nicht so aus, aber werden die stärker umso höher als Level? Ja, sicher, ja, erste Runde brauchst du einen Messerer, zweite, zwei, dritte, okay. Drei und so geht's immer weiter. Okay. Ungefähr. Das ist ja sexy. Und jetzt kommen immer mehr. Okay, welche Tür? Da, komm her. Da in dem Haus? Ja, die Tür musst du aufmachen. Du hast nicht mehr Geld, ich habe nur 400. Ich habe die falsche Seite nämlich zuerst aufgemacht. Okay. So, und da soll die Kiste. Achso, da ist doch nicht die Kiste. Ja, wo ist die Kiste dann hin? Dann gehen wir aber vielleicht im Haus dahinter. Haben wir vielleicht Magie ausgeschalten? Soll ich es aufmachen? Ich weiß es, ja. Dann schau so.
Hast du Magie ausgeschalten oder so? Ich weiß nicht, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur rauf und runter, rauf und runter. Ich weiß nicht, es könnte jetzt sein, dass wir die Magie ausgeschalten haben. Ist ja wurscht, ohne Magie ist das Leben viel schöner. Eigentlich nie. Naja, du bist ja auch so ein Magie-Fan, gell? Vielleicht ist er schon. Scherz. Ja, dann. Ich hoffe nur, ich rede nicht zu leise, weil in der Arbeit regen sie sich immer auf, dass ich so leise rede. So. Aber mit total Killkopf so wie von einem Scherzstimmbuch. Ja, komm. Au. Ich glaube, wir haben Magie ausgeschaltet und ich kapiere gerade. Bam, schau, wie er jetzt wegfliegt. Boah, der ist halt weggeflogen. Er ist wirklich weg. Ah! Michael Jackson in Person. Oh, töte ihn schön. Das ist die Rache für Amerika. Wir haben keine Munition mehr, beide. Das ist ziemlich okay. Ja, wir sind erst Runde 4, Mann. Wo kann ich mal Muni kaufen, wenn ich eine hab? Gar nicht. Ah! Das hat gerade echt geil ausgeschaut. Was? Dass ich keine Muni mehr habe und wir alle verlieren jetzt? Nein, nein. Kannst du Waffen von der Wand kaufen. Das schaut auch lustig aus. Ah, jetzt habe ich wieder Muni anscheinend. Ja! Ja, nur wenn du am Boden liegst, ist es unnötig. Das ist ein Oh, wieso rennt er so schnell? Er ist ein Rage-Ender Zombie. Schau, da drin kannst du aber. Da kannst du. Um 1000 kannst du eine kaufen. Okay, dann. Das du erst. Warte kurz. Einen brauche ich noch. So, jetzt ist da oben. Warte kurz, da kannst du deine Wand reparieren. Schau. War dann doch nicht fail. Ja. Munition kostet nur 500, dann kaufe ich auch Muni dabei. Nein, man kann. Du musst jetzt erst die Waffe kaufen und dann kannst du für die Waffe die Munition kaufen. Munition. Ja wirklich, wo ist die Kiste? Ich glaube, wir haben wirklich Magie ausgeschaltet. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, dann können wir keine Kiste und nichts kümmern. Wir können so oder so nichts. Achso, okay, dann ist natürlich alles klar. Ja, wir haben eindeutig Magie ausgeschaltet. Alles ist zu, wollt ihr mich verarschen? Kommt ja. Her, meine Freunde, kommt da her. Da können wir jetzt auch mehr. Komm her, komm her, komm her! Ah, Fusion! Zwei ineinander! Wow! Yu-Gi-Oh! Digimon! Der ärgste Spielefehl. Spielebug ist immer noch der von Digimon 1 auf der Playstation. Oh, was ist da? Aufgrund eines Übersetzungsfehlers im letzten Level kannst du es nicht durchspielen. Lol, ich hab keine Munition mehr. Ich auch nicht. Ja, aber ich sollte dich retten. Komm, Alter, was ist mit dir in den Arschloch? Lol, ich hab wieder Munition, aber ich kann dich wahrscheinlich nicht mehr retten. Kein Problem, das. Das ist. Ah, da fühle ich mich wie ein Zombie, nur dass ein Zombie mit einem Biss krepierst. Und Zombie hast du auch irgendwas in der Hand. Ja, da kannst du Waffen, aber ich persönlich. Boah, schau, wie ich ausschaue. Wie so ein richtiger Man in Black. Bin ich toll. Nein, ich persönlich tu das Ding, wie heißt sie es, bevorzugen, ist Holzschlag. Du kannst jetzt die Waffe kaufen. Ich weiß. Das ist dieselbe, was du hast? Das ist ein was ist ein Holzschlagbrett? Das ist so ganz normales. Oh, wuchs auf. Das ist ein ganz normales Schlagholz mit einem. Ist ein Holzbrettel unten mit so einem Griff dran. Lol. Aber das ist. Du Baseballschläger also. Nein, ja, so ungefähr nur halt mit so einem flachen Holz. So. Total arg. Urgeil. Aber brauchst du urlang. Am geilsten ist immer noch der Gnadenstoß, wenn der Kopf wegfliegt. Oder wo ich mich am ersten Mal urgeschreckt habe, wenn du in Buckingham Palace reingehst. Na. Da kannst du dann. Passieren, dass wenn es dann herkommen und scheiß das so in die Hosen, aber ohne Scheiß echt. Aha. Aber ich meine, ich als Nintendo-Fanboy ist klar, dass ich sage, dass Kauf Empfehlung ist, aber auch als Nicht-Nintendo-Fanboy findet man super. Meine. Wahrscheinlich, wenn man Black Ops Zombie-Modus mag, machen wir das auch. Ja, also für die Zombie-Modus sucht ist. Die nicht ohne Zombies Zombie Zombie-Modus leben können. Danke!
Deswegen gebe ich ihn dir gleich. Okay. Die können nicht ohne Zombie-Modus leben können, für die ist das Spiel perfekt. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel würde es geben, dem Spiel? 8,5. Und wie viel würde es Zombie-Modus von Black Ops geben? Also generell Black Ops, wenn du das nicht spielst. Wie siehst du, was du halt denkst? Kann ich die Karriere wegtun? Ja, ja. Karriere spielt sowieso keiner für Black Ops. 9. Weil die Karriere ist echt ein kleiner Betrug. Habe ich halt Zombie-Modus Black Ops kauft wahrscheinlich. Mag Zombie um mehr, aber wie? Ja, denk schon, aber ich finde die Kampagne ist ein bisschen beschiss, weil man redet von Entscheidungsfreiheit, obwohl man eigentlich nicht so viel hat. So. Oh, danke, schon dreimal wieder belebt. Jetzt muss ich mich, pass auf hinter dir. Danke. Das ist keine Munition mehr, du musst wieder welche kaufen. Ja, ich renn schon weg. Tschüss. Oh nein, oh nein, oh nein, das wird blöd. Ich fahre einen Zombie und den Kopf. Jetzt ist er tot. Komm her, komm her, komm her, du meine Lebenhaber. So. Und ich werde einen Link zu seinem Channel in die Beschreibung stellen. Ja, falls man ihn findet, es ist noch nichts drauf. Das ist das Problem, jetzt weiß ich nicht, ob man ihn schon findet. Also wenn er Videos hat, dann stelle ich es einfach rein. Schaut es einfach in die Beschreibung. In your face, bitch! Wow. Schau, welche tolle Waffe ich habe. Wo bist du? Schau, welche tolle Waffe ich habe. War toll. Jetzt bist du ein richtig schwuler Gitter. Ah ja, und gestern ist in die Welt untergegangen. Ja, voll, das ist total traurig. Ja. Wir sitzen da ganz alleine. Mit einer voll super Internetverbindung. Und für was machen wir überhaupt dann ein Video, wenn sowieso kein anderer mehr gibt? Wir stellen uns halt einfach vor, wir klicken selber drauf und stellen uns vor, dass er den anderen angeschaut. Das ist einfach so schlimm, weil es schaut aus wie da. Schon. Wenn man draus schaut, ist man gleich verstrahlt. Und dann kommen auch schon die ersten richtig schwulen Apokalypsen-Haber, diese schwulen Meyers da mit ihrem schönen Kopfschmuck. Und die Zombies kommen dann auch wahrscheinlich. Wow. Hast du schon einen Zombie gesehen? Ja, da, ganz viele. Wir spielen welche Steuern, wahrscheinlich gerade einen Roboter, der gerade draußen nochmal rumrennt. Oh, ich muss da weg, ganz dringend. Ja, wirklich. Ich weiß schon, wie viel. Ich habe mich da quasi selbst jetzt eingesperrt. Hau ich so mal rum, das hört man zwar laut wahrscheinlich. Shit, ich sperre mich auch gerade an. Haha, das schaut so geil aus. Ja, ich hab wieder Monika. Thanks you, boy. Achso, dass der Olympia kauft. Die Olympia ist so schlecht. Gibt's wahrscheinlich auch bei Zombie U, oder? Nein. Nicht? Erzähl mir, welche Waffen es gibt bei Zombie. Also, ich benutze immer entweder die Shotgun, das ganz normale Magnum. Ha? Oder, was ich bevorzuge, ist dieses geile Holzbrett, das ist meine Lieblingswaffe. Mit der Munitionsknappheit. Ja, also man hat sehr wenig Munition, man muss echt sparen, weil man kriegt fast nie ganz viel Munition. So Art Resident Evil. Boah, ja, apropos Resident Evil, ich habe mir Silent Hill im Kino angeschaut. Anschauen, also wollte nicht. Oder ich weiß. Bei unser Halo Let's Play.
Die schaut irgendwie aus wie, echt, Counter-Strike-Waffen, die haben auch so wenig Detail. Ja, aber wirklich nur wie das erste Counter-Strike, das war so legendär. Hast du das gespielt? Nee, sicher. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendeins runtergeladen auf der Xbox. Das geilste Spiel ist ja immer noch Wolfenstein 3D, was verboten haben. Was ist das? Das war der erste Ego-Shooter, der war am Anfang nur in... Nein, der erste Ego-Shooter, das ist Doom. Naja, aber der erste 3D war das. Und naja, Doom war es dann, weil sie es verboten haben. So. Aber Wolfenstein 3D... Wollten es verbieten? Ja, Doom war dann... Für ein paar Jahre? Ja, aber war nur in Österreich und in der Schweiz. Wolfi. Wo bist du? Ja, ich sehe so heiß, ich weiß. Ja, ich meinte, du wolltest mich wieder beleidigen. Warte. Oh fuck, 40. Ich glaub Leute, das war's. Nein, nicht! Das war's Leute, danke fürs Zusehen. Glaubst, killen die mich? Wenn ich dich bin? Ich weiß, es schaut so aus bis jetzt. Schaut nur so aus. Ja, wir sind tot. Nein. So soll ich deine Kontrolle übernehmen und uns alle retten. Ich bin kein COD-Pro, aber das will ich jetzt schaffen. Schaff's nicht. Hat er gesagt. Ja, willst du das Schlusswort machen? Tschüss. Danke fürs Zusehen, das haben wir auch. Ja, wäre ganz lieb, danke fürs Zusehen. Es werden noch weitere bessere Videos folgen. Das war jetzt ganz, ganz schlecht, aber...